Ein einziges weiteres Game gibt es noch von den Entwicklern von A Dead of Night. Ebenfalls ein Real-Life-Action, ja, Horror will ich nicht sagen. Es ist eher so ein Mystery-Thriller-Game über einen Verbrechensfall oder auch nicht. Das bleibt abzuwarten, das gilt es herauszufinden. Und ich hoffe, ihr seid genauso am Start, wie ich es bin, denn ich freue mich auf Contradiction Spot the Liar. Sieht sehr, sehr cool aus. Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Schauspieler oder Schauspielerin auch wieder mit drinne, die wir schon aus Dead of Night kennen. Da bin ich gespannt. Ich weiß es natürlich nicht, aber wir werden sehen. Lasst bitte gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Ich glaube, das wird eine super Sache, weil es mal wieder was ganz anderes ist. Ich kenne das Spiel nicht und ihr hoffentlich genauso wenig, weil auf YouTube ist es doch recht rar. Es hat kaum wer gezockt und ja, da reihe ich mich doch gerne ein, dort an erster Stelle zu stehen. Aber das liegt ein bisschen an euch. Ich kann das Spiel nicht mehr von ganz am Anfang starten. Ich habe nur getestet, ob alles funktioniert, wie ich das manchmal so mache. Also, watchen wir mal den Prolog, um alles zu schnallen. My name is Jenks, Detective Inspector Frederick Jenks, and I've been assigned to a last-minute investigation into the death of Kate Vine, a PhD student found drowned at midnight last Friday in a lake in the woods on the outskirts of the tiny village of Edenton. I have until first thing tomorrow morning to decide whether her death was a simple accident or whether this was murder. Kate Vine appeared to the world to be a bright, confident, fun-loving PhD student with everything to live for. However, a history of depression and alcoholism revealed in her medical records suggests that in reality, she had become adept at hiding behind a mask. A lab report indicating a high level of alcohol in her blood, along with the late hour of her death and a lack of witnesses, makes a strong case that this was suicide. But the verdict overlooked some curious details. Why was her driving license found on the opposite side of the lake in which she drowned? Also, there were traces of morphine in Kate's system. Where did she get it? Kate was known to be a free spirit with a nihilistic love of danger, which may, in part, have something to do with a business course called Atlas, which Kate had joined and which she had been attending on the night of her death. Based in a large, stately home on the outskirts of the village, the exclusive Atlas is run by father and son team, Paul and Ryan Rand. Both were interviewed following Kate's death, but neither claimed to have seen Kate after the meeting, and both were understandably eager to distance themselves and Atlas from the tragedy. This isn't the first time that Atlas has been investigated. Atlas and their questionable methods, which many have suggested border on mind control. Ryan is married to Rebecca, landlady of Edenton's village pub, the George and Dragon. As yet, she hasn't been interviewed, though it's likely Kate visited the pub on more than one occasion. One of Kate's friends was Emma Bowman, who lives at Eden Lodge on the road leading out of Edenton Village. Emma was also doing a PhD at the same university, but didn't attend Atlas. Interviewed after Kate's death, Emma seemed shocked and upset, insisting she hadn't seen Kate that night. However, it turned out her boyfriend had. Oh. Simon Thompson met Emma at university. After completing his degree around 18 months ago, he went to work at a shop in the neighboring village. He started at the Atlas course a few months ago. Simon insisted that he didn't see Kate after the meeting, but the sergeant interviewing him noted he seemed oddly unmoved by her death, which makes him the first person I want to see tonight. It's time for some answers. Ist er jetzt auf sein Pferd in die Stadt eingeritten, Alter? Und da beginnt normalerweise das Spiel. Ihr seht, es gibt Untertitel, die gab es vorher nicht. Ich hatte auf das Update gewartet. Bei Steam ist das noch gar nicht mal ausgezeichnet. Ich habe es jetzt auf gut Glück versucht. Allerdings nicht in Deutsch, aber die erste Version von A Dead of Night haben wir auch ohne deutsche Untertitel gezockt. Also insofern, wir kommen damit schon klar. Ich werde es euch übersetzen. Habt bitte entschuldigt, dass wenn ich irgendwie kleine Details nicht korrekt übersetze oder irgendwie dadurch nicht mitbekomme, aber ich denke mal, das ist eigentlich alles relativ einfach. Ich fasse das natürlich hier für euch zusammen und übersetze dann immer irgendwie die Dialoge. Oh, geht irgendwie nicht. Ah, wunderbar. Sehr gut. Maus, good job. Also, das Opfer, eine junge Studentin mit Namen Kate Vine. Sie wurde ertrunken an einem See in Edenton oder Edenton.
Eddington? Ja, irgendwie so. Aufgefunden. Mit einer Menge Alkohol im Blut. Aber nicht nur das, sondern auch ein bisschen Morphin. Also Spuren. Und man ist sich nicht sicher, woher das kommen soll. Außerdem hat man auf der gegenüberliegenden Seite von ihrem Fundort, da wo sie ertrunken zu sein scheint, ihren Ausweis, ihre Fahrerlaubnis gefunden. Was auch irgendwie merkwürdig zu sein scheint. Also es deutet oberflächlich wohl darauf hin, dass sie sich umgebracht hat. Auf der anderen Seite sind diese Sachen, dass man den Führerschein auf der anderen Seite gefunden hat, dass sie Morphin im Blut hat, irgendwie, also es lässt vermuten, dass da mehr hinter der Sache steckt. Zu den Personen, mit denen wir es zu tun haben, die sehen so britisch aus, es tut mir leid. Mr. Bean und Lord Fortescue, Alter, ich weiß auch nicht. Die haben diese Atlas Business School inne. Also, ja, wie auch immer, so ein Verein, so eine Schule, die stehen oft in der Kritik wegen fragwürdiger Methoden. Das ist der Vater, das ist der Sohn. Der Sohn hat eine Frau, die Rebecca, die ist Eigentümerin des lokalen Pubs. Und George and Dragon heißt der Pub. Es liegt natürlich nahe, dass Kate, weil sie Alkohol im Blut hat und sogar sehr viel, dort diesen Pub besucht hat an dem Abend ihres Verschwindens. Hier steht das von Kates Alkoholismus. Eventuell hatte sie Probleme vorher, was dieses Suicide-Ding noch ein bisschen verstärkt, aber wir werden das noch herausfinden. Dann haben wir ihre Freunde, Emma und Simon. Ey, bei Simon habe ich jetzt gedacht, es sieht so ein bisschen aus wie Jimmy, oder? So von den Gesichtszügen. Es kann natürlich nur kompletter Zufall sein. Das weiß ich jetzt nicht. Also legit, ich weiß es wirklich nicht. Aber ist das halt Martha? Ist das die Schauspielerin von Jimmy? Ich sag Schauspielerin, weil es eine Transperson ist. Kann ich gar nicht sagen. Also, das muss halt schon viele, viele Jahre her sein, aber I don't know. Simon hat Emma an der Universität kennengelernt. Also, okay, die kennen sich auch. Verstehe. Achso, nee, das ist... Achso, die beiden sind zusammen. Okay, seht ihr? Das habe ich nämlich schon mal nicht mitbekommen. Okay. Emma war schockiert. Also es sind beides Freunde. Die sind ein Pärchen. Emma war schockiert, dass Kate gestorben ist. Sie war nicht in Atlas. Aber Simon ist vor ein paar Monaten dieser Atlas-Schule beigetreten. Simon hat gesagt, er hat Kate seit dem letzten Meeting nicht gesehen. Und er scheint nicht dolle betroffen von ihrem Tod. Ja, jeder geht damit anders um. Das lässt sich immer nicht so viel ableiten. Die Clues. Okay, so ungefähr sieht das Spiel aus. Oh mein Gott, warte mal. Ich will mich nicht spoilern, Alter. Nice. Warte, wir starten mal rein. Wir fangen an. Rebecca's Pub. Ist das nicht cool? Das sind reale Aufnahmen von irgendeinem Dorf. Ja, wahrscheinlich ist das britisch, oder? Ich glaube, das waren bei A Dead of Night auch britische Schauspieler. Freitag nach 5. Eine Woche ist es her, seitdem Kate tot aufgefunden wurde. Und ich muss mit Simon und Emma sprechen. Das habe ich heute vorgehabt. Go ahead to the pub. Der ist hier. Ich klopfe an die Tür. Keine Reaktion. Können wir mal die Karte sehen? Moment. Hier wahrscheinlich. Ah. Okay. Hier sind wir gerade am Pub. Da sollte ich hin, zu Eden Lodge, wo Simon und Emma wohnen. Ja, gehen wir mal manuell die Straße runter. Das ist ja fast ein bisschen creepy, Alter. Wie cool das ist. Wohin geht's hier? Augenblick. Irgendwie ins Nichts. Ich will da lang streichen. Ah, zur Village Hall, quasi dem Stadthaus, ja. Gibt's da irgendwie was? Der Typ, Alter. Always nice to randomly find a key on the floor. Oh, was ein Zufall. Hing gerade dieser Zettel hier schon? Bin ich mir gar nicht sicher. Okay, hier steht, was ich ungefähr zu tun habe. Es gibt Dinge, die ich Simon und Emma noch nicht gefragt habe. Verstehe. Try using this. Wo kann man das versuchen einzusetzen? Da muss ich wahrscheinlich an die Tür rantreten, aber das geht gerade nicht. Ah, das ist aus der anderen Perspektive. Lol, dass das auch so geht.
Ist das eine coole Stadt? Das sieht aus wie so ein übelstes Schloss da hinten. What? Okay, Eden Lodge oder weiter in den Wald. Ah, der Körper wurde hier gefunden. Die Atlas School ist hier oben. Verstehe, nur damit ich mich orientieren kann. Wir gehen mal zu Eden Lodge. Wir sprechen erstmal mit den Leuten hier. Ich untersuche das Fahrrad. Very trusting, leaving a bike unlocked. Oh, es ist nicht abgeschlossen. Looks like homebrew equipment. Ah, this might come in handy. Oh! Der klaut einfach die Sachen, Alter. Was ist mit ihm? Meine Güte! Alright, alles klar. Box of Bottles. Hier sind die ganzen Sachen, die ich gefunden habe. Try using this. A screwdriver. Das brauchen wir vielleicht nochmal später irgendwie. Ich sollte mich halt gut genug umschauen. Super interessant. Ich muss mir versuchen, das alles zu merken. Is it Simon? Yeah. Detective Inspector Jenks. I'm investigating an incident in the village. Could I come in and ask you a few questions, please? Yeah. Thank you. Okay. Ich habe bei meinem Pferd nach vorne geparkt. Here if you want. Emma's working in the front room. Hi. Moin. This is Inspector Jenks. Jenks. What's all this about? There was a death in the village. Kate Vine, I believe you both knew her. Yeah. Do you need to speak to both of us? I'll just speak to Simon first, if that's okay. Okay. Er will sie einzeln vernehmen. Just come through. Oh, Simon, hast du echt extra schick gemacht. Is it okay in here? Oh, this will be fine, yeah. Do you want anything? Water? No, I won't be long. Okay. Maya! Wow. Ich hab aus deinem Müll einen Schraubenzieher genommen. Kannst du mir dazu etwas sagen? Warte mal. Ich muss die Credits gleich angucken. Das macht mich fertig, dass ich nicht weiß, ob das Jimmy ist. Moment. Ja, okay, hier steht, das ist es nicht wert. Box of Old Bottles. Huh. Irgendwelche Widersprüche werden hier erscheinen. Und hier. Okay, alles klar. Ja, frag den mal. I noticed a lot of bottles outside. Are they yours? Yeah, I make homebrew. For yourself? Well, no, I give it out to my friends and stuff. I tried selling it at first, but I didn't have any takers. Except for James over at Farmhouse. I used to trade it to him for herbs and stuff. Herbs? Do you see James a lot? No, not really. Irgendwer hat dem Schauspieler gesagt, der muss dieses Detektivsein so heftig rüberbringen, so jeder ist verdächtig, so, weißt du? Und triffst du dich mit James häufiger, oder? Gleich wird er zum Zungenkuss ansetzen, ich seh's in seinen Augen. Simon Thompsons Homebrew, okay, der braut also selber Bier, hat nicht geschmeckt, deswegen hat er eine Flasche San Miguel da drin rumliegen, weil er die lieber trinken wollte, oder, I don't know. James, glaube ich, kennen wir noch nicht. Also es wird noch einige andere, denke ich mal, Charaktere geben. Unlocked Bicycle. Ja. Wieso hat er dein Fahrrad nicht outside? Oh, that's my cousin's. He lent me it. I need to buy a new lock for it, though. Oh, so es funktioniert nicht. Yeah. There's no bus service to speak of around here, so it's really the only way to get around. Okay, es gibt keinen Bus, deswegen braucht er das Rad. Das hat er sich von seinem Cousin ausgeliehen. Ich kann da weiterhin fragen. Bike is the only way Simon gets to work. Ist das der einzige Weg, wie du zur Arbeit kommst? Wie hätten er da vorhin gekonnt? Warte. Also das ist irgendwie ein Widerspruch scheinbar. Oder wie funktioniert das? Ich bin noch nicht sicher, aber wir finden das raus. Ah, okay. Das sieht James very often. Aber jetzt hat er ja ein Bike. Und er hat gesagt, er hat keine Abnehmer für seine Flaschen. Und James ist der Einzige. Huh.
doesn't see James very often. Moment. Simon's homebrew. Old bottles. Okay, wieso kann ich jetzt die Antworten da nicht mehr auswählen? I don't know. Only way Simon get to work. Kann ich damit irgendetwas machen? Ich bin nicht sicher. Okay, über den Führerschein, da kann ich ihn noch fragen. Did you know whether Kate had lost this or not? No. No, I don't think so. Never seen it before. Der verhält sich merkwürdig. Das ist, ich meine, das Spiel muss irgendwelche eindeutigen Sachen und irgendwelchen straighten Faden folgen. Dass der deswegen. Er weiß nichts über den Führerschein. Er muss doch wissen, dass sie. Also, er hat das noch nie gesehen, aber weiß er, dass sie fahren kann? Weil. Hat er das Fahrrad, nachdem sie gestorben war? Weil er jetzt nicht mehr. War er mit ihr immer. Er ist ja auch zu Atlas gegangen, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht hat sie ihn mitgenommen mit dem Auto oder so. Es gibt ja keine öffentlichen Verkehrsmittel sonst. Ich meine, da kann man auch hinlaufen an sich, aber. Tja, gut. When was the last time you saw Kate Vine? So last Friday's meeting, I think. Did you see her after the meeting? No. How long have you known Kate? That would be when we started Atlas. 3 months ago? Did you socialize outside Atlas? No. How would you describe her? Like, what sort of person was she? Well, she's talented. She was full of life, you know? Sharp, quite sharp. Would you say she had any emotional problems? Hatte sie emotionale Probleme, ja. Her mood could change. Stimmungsschwankungen. Well, there was the drinking problem. Und Alkoholismus? You become aware of that. Well, she would come drunk to meetings sometimes. Okay, die war betrunken in der Schule. She would reek of the stuff. I mean, everyone knew, but sie hat eine Fahne. No one really said anything. So, tell me a bit about Atlas. Oh, it's just a business management training program for postgrads. And you started this after you left college? Yeah. And it's on every Friday? Yeah, well, my group isn't doing it this Friday, but one of the groups is. Okay, thanks. Also, der hat sie letzten Freitag gesehen. Da ist sie verschwunden. Da ist sie gestorben. Und er kannte Kate nur 3 Monate. Auch nur oberflächlich, weil die haben ja zusammen nichts gemacht. Außerhalb. Das heißt, dass er nicht von ihrem Tod so ergriffen ist, ist eigentlich nicht unbedingt verwunderlich. Ich denke, seine Freundin Emma, die hatte mehr mit ihr zu tun. Und entsprechend fiel auch ihre Reaktion aus. Dieser Satz hier ist aber wichtig. Didn't socialize with Kate outside Atlas. Er hat nichts außerhalb von dieser Business School mit ihr zu tun gehabt. Das könnte ich ihm später noch aufs Brot schmieren. Wenn ich doch herausfinde, dass sie sich getroffen haben für was auch immer. Okay. Gut. Ansonsten finde ich irgendwelche Widersprüche in diesen Aussagen. Tja, doesn't see James very often, tries to talk to James, make his own homebrew. Warte mal, drinking problem. Puh. Also, im ersten Blick fällt mir da nichts auf. Tja, I don't know. Ich gehe mal zu Emma. Thank you, probably be back later. Don't worry, it's only a few questions. Yeah. Was war denn das? Alter, sein Gürtel aufgemacht? So, okay. Was hat sie darüber zu sagen? Did you know whether Kate had lost this or not? I don't know, but I don't think so. Okay. Also, sie weiß nicht, ob sie das irgendwie verloren hatte vorher, dass es vorher schon da war oder dort irgendwie aufgetaucht ist. Ich meine, könnte das vielleicht da angespült sein auch? Das ist unwahrscheinlich, ne? Viel Bewegung ist an dem See normalerweise nicht.
Und das ist ja wirklich ein kleiner Teich eher. Okay. When Allgemein. Was the last time you saw Kate Vine? It was last Thursday in the college library. I saw her and we chatted for a bit. She's Donnerstag vor ihrem Tod. What was her usual self? Oh, just Kate being Kate. You know, a bit wild. Wild? In what way wild? Oh, she just used to question everything, you know. Have arguments with the lecturers, things like that. Hmm. What else? Kate had a drink problem. Yeah. How noticeable was that? Well, it wasn't at first, but as the year went on, she'd be drunk in the afternoon. But I think she cut down, you know, towards the end of college and when she started her PhD. Okay, also alle berichten, sie hat ein ernsthaftes Alkoholproblem gehabt. Die Sache ist, Leuten, die zusammen sind, die... Also, ja, man kann es nicht als unabhängige Meinung irgendwie betrachten. Also ich würde das zum Beispiel nicht. Sie hat Kate zuletzt Donnerstag vor ihrem Tod gesehen. Sie war ein bisschen konfrontativ, ein bisschen aufmüpfig. Also scheint sie irgendwie aufgebracht gewesen zu sein. Was ist mit dem Fahrrad? Oh. Whose is the bike outside? Oh, it's Simon's cousin's. He uses it to get to work. Yeah. You know the lock's broken. Oh, I know. I keep telling him to fix it. Hm. Sag das gleiche über das Fahrrad. What's the stack of bottles outside? Oh, that's all Simon's stuff. You better ask him. I don't know. Sie weiß nichts von den Flaschen? Sie weiß nicht, dass er Bier macht? Hä? Huh? Also das ist doch irgendwie ein Aufwand, also... Okay. Wie lange sind die zusammen? Have you ever tried Simon's homebrew? No, I don't like beer. Ach, sie weiß I es. Only drink wine. Oh. I can't stand spirits either. Also Schnaps trinkt sie nicht, Bier mag sie nicht und sie trinkt nur Wein. Okay. Dann hätten wir eigentlich erstmal alles gefragt. Auch nicht unbedingt ein Drinking... Warte mal. Sie sagte, dass Kate ein Drink-Problem at College hatte. Aber Simon sagt, sie war auch an der Atlas School betrunken. Das kann die Emma natürlich nicht wissen, weil sie nicht auf dieser Business School ist. Dass sie Kate nicht oft gesehen hat, passt irgendwie zu Simons Aussage, der ja auch sonst nicht viel mit ihr zu tun oder gar nichts mit ihr zu tun hatte. Okay. That's all for the moment. Thank you. Ich gehe mal zu Simon. Kann ich das irgendwie kombinieren? Nein. Also, Emma meint, sie hat ihr Drinking-Problem im Griff bekommen. Richtung Abschluss. Aber Simon meint das nicht. Ja, okay, gut. Be back later on, if that's okay. Lol. Best to knock on the window for Emma. Simon always answers the front door. Oh! Ich kann zu Emma auch einzeln, oder was? A few more questions, if you don't mind. Ah, da kann ich dann direkt hin. Verstehe. Huh. Ja, whatever. Okay, that's it for now. Thank you. Ich hab noch ein paar Fragen. Okay, das war's. Bis dann. Cool. Cool. Allerlei Sachen. Forensics. Jetty by the Lake. Okay. Ich sollte mal Richtung des Fundortes aufbrechen, so wie ich das verstehe. Into the woods. Es ist immer noch früher Abend. Okay. Nur um mich zu orientieren. Hier geht's Richtung See. Hier wurde die Leiche gefunden und hier bestimmt war irgendwo der Fundort von dem Führerschein. Nicht, dass das irgendwie jetzt groß was bedeutet. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet. Hier ist nichts. Das ist ja wirklich nur ein kleiner Teich eigentlich, ne? Lol. Go back to the lake. Left into the woods lane. Wait. Nee, ich will mich umdrehen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie das von der anderen Seite aussieht. Es tut mir leid. Moment, hier lang wollte ich. Yeah, exactly.
Go to the jetty. Hier haben wir irgendwo. Da hinten sind Leute. Looks like a piece of jewelry there. Oh, whoa. Stuck between the boards. Well and truly wedged in. Oh, das kann ich mit dem. Schraubenzieher kann ich das. Warte. Yeah! Aha! Was ist das? Ein Schmuckstück? Oh, ein kleiner Rabe? Interesting. I thought forensics had checked the whole area. Obviously not very well. Okay, das haben sie nicht gefunden. Ist doch eine Krähe, ne? Huh. Zeig mal her. Try using this. Das kann ich auch irgendwo. Okay, lol. Und ich habe die Items immer noch mit, Freunde. Nice. Ich gehe mal hier weiter. Hier geht's noch in den See rein. Ich durchsuche einfach mal alles. Ich finde das so interessant. Ich finde das übelst geil. Okay, hier gibt's nichts weiter. Ich muss wahrscheinlich die Areale noch mehrfach ablaufen. Hier ist Atlas. Das ist auch ein bisschen ein gruseliges Gebäude, oder? So, je später der Abend wird. Oh, verschlossen mit einer schweren Kette. Also, Moment mal, ich kann den Schlüssel versuchen. Gleich. Atlas steht in der Kritik. Weil die ihre Methoden irgendwie fragwürdig sind. So ein bisschen Gehirnwäsche wird ihnen vorgeworfen. Könnte das vielleicht Kates Problem verstärkt haben? Wisst ihr, was ich meine? Die haben sich versucht, so schnell wie möglich von dieser ganzen Sache zu distanzieren. Silver Key. Nee. Kann man dort nicht benutzen. Interessant. Irgendwie durch den Wald, Alter. Okay. Ist cool, dass ich immer sehe, wo ich bin. Lol. Mega gut. Right to Woods Lane. Woods Lane ist hier. Da war ich schon. Ja, ja, ja. Ich muss hier lang. Okay, cool, Alter. Dann zurück in die Stadt. Ich habe diesen Schlüssel doch hier eigentlich schon probiert. Ah, hier ist noch was. Warte. Das habe ich gar nicht geklickt. Ich dachte, dass ich habe mich gewundert, warum das nicht verschwindet. Ah ja, der Zettel. Oh. Spiritual Intellectual. Wow. Isn't that interesting? Irgendein Kurs. Ist das Werbung von Atlas? Was war das? Kann ich mir das nochmal anschauen? Oh, jeden Freitag auf jeden Fall. Irgendein Meeting. Who would... ich könnte mit dem Jewelry, da könnte ich zu den Freunden wieder gehen. Das mache ich vielleicht mal. Ich glaube, das mache ich mal. Lass mal dahin. Lass mal Emma fragen. Steige ich dann durchs Fenster? A few more questions, if you don't mind. Dumm, Alter. Okay. Ever seen this? Looks like, that's my old necklace. I gave this to Kate. Oh. So Kate might have been wearing it last Friday. Als ob du das nicht sofort erkannt hättest. Perhaps, but I can't see why. She was always buying new things, you know? Lots of jewelry, stuff like that. It's meant to be a bird in cage, but the cage's fallen off. Oh, I'll show you. Where did you buy it? I didn't. Some wanted present. Secret admirer? Not so secret. I see. That's how it should have looked. It's called a freedom necklace. Do you mind if I keep this? No, not at all. So the necklace did belong to Kate. Interesting. I'm starting to wish I'd brought a spare evidence bag. Huh. Also entweder Kate hatte das um. Oder Emma war da. Ich weiß nicht, warum die hier farblich markiert sind. Aber wahrscheinlich die Items und. Ja, okay, verstehe. Huh. Okay. Ich geh mal zu Simon.
probably be back later. Goofy, Alter. Okay, darüber kann ich ihn nicht fragen, aber darüber. Hat er ihr das geschenkt? Wie sie sagte, unwanted present, also ein Geschenk, was sie nicht wollte. Und da meinte er so, ja, ein geheimer Verehrer. Und sie so, na, nicht wirklich geheim. Ist natürlich, oh nein, ist natürlich, wenn er... Wait. Wenn er das gesehen hat, dass Kate das umhatte. Der hat's eigentlich immer geschenkt, das ist das, was ich meine. You know what this is? Yeah. Yeah, I think Emma had one like that. Oh, er hat's an Emma gesehen. Actually, you know what? Kate had one. Aber nicht I remember geschenkt. Because I asked her about it one night when we were all out drinking. In college. I was probably pretty drunk. That's what college is all about. Okay. Er hat das bei Emma gesehen. Und Kate hat auch so eins. Er hat das wahrscheinlich nicht gewusst, dass Emma das Kate geschenkt hat. Huh. Ja gut. Thank you. Probably be back later. Interessant. Zum Glück stehen hier immer Hinweise, was ich noch nicht, was ich irgendwie noch fragen muss. You should call the chief for an update. The chief? Wie call ich den denn? Habe ich ein Telefon hier in meiner Tasche? Natürlich nicht. Case Background Info. Ich habe hier keine. Ich habe hier keine. Dings. Keine Credits leider. Ich kann da nicht nachgucken. Okay. Wir gehen mal zurück. Ich weiß nicht, wo soll denn der Chief sein? Abbey Farm. Da ist James. Da muss ich den natürlich fragen über. Ach, ich kann hier auch einfach mich hinbeamen, ne? Yeah. Go over to the pub. Kann ich hier irgendwie den Schlüssel benutzen oder sowas? Das wäre ja interessant. Irgendwas muss der doch aufschließen. Silver Key. No! Alles versucht! Schade. Okay, Post Office. Wer wohnt hier nochmal? Brandon House. Aber was ist hier? Ich weiß gar nicht, was Brandon House war. Diese Szenen, oh mein Gott. Das ist so cool. Call the Chief. Oh, da kann ich. Ach, hier ist eine Telefonzelle. Ah. Yeah. Geil. Geiles Spiel, Alter. Hallo? Moin! Chief, yep. It's Jenks. Hi. I've questioned Simon Thompson and Emma Bowman so far. Oh, and I found a pendant by the lake, which turns out to have been Emma's. But Emma gave it to Kate. So, chances are Kate was wearing it the night she drowned. What does Thompson know about it? Simon doesn't seem to know much. I don't trust Thompson. Then again, I don't trust Emma that much either. Try and get a bit of background on them. You know, usual stuff. When did Emma meet Kate? How long have they known each other? How long has Thompson known her? Give me a call back when you've got some more. Thanks, Chief. Also, wie lange der, Simon Thompson sie kennt, hat er ja gesagt. Wie lange Emma sie kennt? Naja, länger als er. Schon in der College-Zeit. Das haben sie ja beide abgeschlossen. Denke ich. Interessant. There must be a contradiction somewhere. Okay, die muss ich finden. Hier kann ich nicht weiter. Call the Chief. Okay, okay, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Was stand da? Paul and Ryan. Ah! Da wohnen die von dem Atlas-Ding. Richtig? Ich glaube, ja. Aber es gibt da wahrscheinlich auch nichts Neues. Ich muss dort irgendwie eine Verbindung herstellen in den Aussagen der beiden. Aber ich kann das nur einzeln nehmen. Die Widersprüche gehen nur auf einen Charakter. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ich gehe mal zu denen. Zum Glück kann ich mich so navigieren, Alter. Couple more questions, if that's okay.
Contradictions will appear here and here und ich muss die richtigen kombinieren. Kate wore this necklace. Oh! Oh, stimmt! Das ist die Frage! Das habe ich gar nicht. Oh, so weit. Da habe ich gar nicht geschaltet. Das ist eine Aussage von Simon. Dass sie das Ding in College getragen hat. Er sagt aber, er hat sie in der Endless School kennengelernt. Oder erst dann vor 3 Monaten. Aha. So how did you know Kate was wearing a freedom necklace 18 months ago? At college? Well, I knew Kate at college, but I didn't get to know her till we started Atlas. Right, so you didn't socialize with her at college? No. And you didn't socialize with her outside of Atlas? No. You didn't see her outside Doch. Atlas at all? Doch. Die haben gebimst, Alter. No, no, not at all. Doch. Oh, das war richtig! So Simon did know Kate at college, but why would he lie about that? Und das Spiel geht dann weiter. Maybe he knows Kate better than he's willing to admit. Also die Uhrzeit. 6 o'clock. I wonder if Rebecca's working in the pub tonight. Oh, jetzt hat der Pub geöffnet. Nice! Wie cool! Ah! Dann wird's also auch irgendwann noch abends, ne? Also, Nacht. Abends ist ja schon. Geil! Okay. Ja, und Scotch, bitte. Ach, das ist Rebecca, oder? Sorry, what can I get you? Detective Inspector Jenks. Rebecca, is it? Yeah. There's been an incident in the village. I'm conducting an investigation. Could I ask you a few questions, please? Right. Come through. Thank you. What's it about? There's been an unexplained death locally. Not sure if you've heard. The student? Ja, klar. Yes, it was dreadful news. You're married to Ryan, one of the Atlas leaders, yes? I suppose I am, yes. Well, I just wanted to ask a few questions about Kate and Atlas, if that's okay. I don't know if I'll be able to answer any of them, but sure. Es ist halt die Frage, ob sie so viel von Kate wirklich weiß. Aber vielleicht finden wir mehr über Atlas heraus. Okay, fragen wir sie mal. Did you know Kate? Not very well. She came in a few times, but she was quite a moody person. Stimmungsschwankungen, ja. You could tell she had problems. When was the last time you saw her? Friday. She popped in for a minute. And when was that? 7-ish. Was she on her own? I didn't see who she was with. She put £20 on the bar and then left. What was that for? A breakage, presumably. £20? Just for a beer glass? Well, she was very drunk. She just put it on the bar and then walked out. Was there a broken glass? Not that I noticed. But she was a strange girl. Offensichtlich wollte sie etwas ersetzen, was kaputt gegangen ist. Ein Bierglas, so wie es scheint. Und hat 20 Pfund auf den Tresen geknallt und ist raus. Rebecca hat nicht gesehen, wer da war. An der Bar war am Zapfhahn ein Schild mit San Miguel Bier. Eine Flasche San Miguel haben wir gesehen bei Simon. In diesen Bierbottles, die draußen rumlagen, lag eine Flasche davon. Und die hat er sich genau angeguckt. Das ist ein Detail, was wir vielleicht mal noch considern sollten. Kate was very drunk. Ja, das ist klar. Und danach ist sie halt ertrunken, ne? Okay. Have you seen this before? No, sorry. So you didn't know if Kate had lost it? No idea. Kennt sie nicht. Ist klar, sie kennt sie ja auch nur als Gast. Ist die Frage, wenn sie so oft betrunken war, war sie oft da. Simons Homebrew. Vielleicht sind das diese zwei Sachen, die offiziellen Stellen, wo es halt Bier gibt. Know anything about Simon Thompson's Homebrew? Does he make homebrew? Apparently.
No, we do buy from a microbrewery, but we don't usually buy from kitchen breweries. Dachte ich mir. San Miguel ist keine... San Miguel ist eine große Biermarke. Aber wer weiß. Vielleicht waren das auch alte Zeiten. Aber Samin hat ja gesagt, die haben keine Abnehmer, also in der Stadt. Tja. Vielleicht kann sie was sagen über dieses Pendant. Do you recognize this? I've seen students wearing them. Has some sort of meaning, doesn't it? I forget what it is now. Seen anyone wearing one recently? Not that I can remember. Studenten tragen das. Mehrere Studenten? Alex James. James. James ist nur zufällig, ja, das ist aber der Vorname von dem Typen auf der Farm, ne? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich kenne das auch nicht. Wisst ihr das? I don't know. Puh. Okay, das war's dann wohl. Erstmal. That's all for the moment. Thank you. Immer? Können wir... Gibt es einen Hintereingang zum George and Dragon? Ja, weiß ich nicht. Gibt es? Ich gehe mal ins Restaurant. Oder bin ich da rein? I don't know. Ich höre hier übelst viele Leute, aber es ist halt einfach keiner da. Da geht's irgendwie zu den Toiletten? Also hier rein geht's zu den Klos. Rustikal, Alter. Aber irgendwie gemütlich. Okay. Ja, yeah, I don't know. Rear Entrance. Da muss ich mal rausgucken. Investigate behind the pub. Okay, was ist da hinten? cool. A broken window. Recently smashed by the look of it. Might have to ask about that. Dieses Klebchen. Wo haben wir das schon mal gesehen? Dieses Klebchen. Dieses Pflaster oder Tape oder was auch immer das war. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wait, wo? Wo habe ich das gesehen? Oh no. Oh, war das? Wo war das? Das war sehr auffällig. Damn. Breakage vielleicht hat... Irgendwie Kate das Fenster kaputt gemacht oder so und hat dafür die 20 Pfund dahingelegt. Der Schlüssel. Der fucking Schlüssel. Wait. Yes! Okay, cool. Übelst viel Zeug. Ich meine, was habe ich erwartet? Eine Maske. I wonder whose mask this is. Rebecca's or Ryan's? Und warum? Der nimmt die mit. Krass. Was gibt's hier noch? Looks like junk, but it's too dark to tell. Ah, okay, ich muss hier später nochmal durchkommen mit Licht. Und da ich die Telefonzelle benutzte, weiß ich, dass ich kein Handy oder was dabei habe. Ich frag mich eh, wann das spielen soll. Wahrscheinlich doch in der Moderne, denke ich einfach mal. Ich frag Rebecca mal nach der Maske und nach dem Fenster. Das ist interessant. Die muss immer mit mir hinten verschwinden, weil ich noch mehr Fragen habe. A few more questions, please. Thank you. Das ist creepy. Okay, was ist hiermit? How did the window get broken out round the back? I don't actually know. Someone said two girls were arguing outside. I found out after they'd gone. And when was this?
Last Friday, just after we opened, about 6:30. I taped over it until I can get it fixed. We don't want people getting cut and suing us. Does that sort of thing happen a lot? Arguments? No, not really. I'm quite strict when it comes to borrowing clients I don't think are suitable. Taped over broken window to make it safer. Also zwei Mädchen haben dort gestritten. Das einzige Mädchen, was ich kenne, was ich mit ihr hätte streiten können, was mit ihr unterwegs hätte sein können, war Emma. Aber die hat gesagt, sie hat sie letzten Donnerstag gesehen. Do you know what this is? Oh, you'll have to ask Ryan about that. Okay, das werde ich tun. So this is Ryan's. It's to do with one of Ryan's methods on the course. Go on. Well, masks allow you to play at being someone different for a while. Students find it quite liberating. So this would be for a student? I think that one's Ryan's, but students do wear them, yes. Vielleicht ist es auch Simons. Dieses Symbol ist wichtig. Sie glaubt, es ist Ryan, sie weiß es nicht genau. Aber das ist irgendwie eine von deren Lernmethoden, um in andere Rollen zu schlüpfen, wenn sie ihr Gesicht verhüllen. Es ist irgendwie so sektenmäßig, aber ich meine, ich kenne so, also alternative Lernkonzepte sind ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Selbst wenn sie irgendwie emotionalisieren oder so. Die Frage ist ja immer, was damit gemacht werden soll, ne? Tja, ansonsten? Be back later on, ich bin, glaube ich, erstmal fertig hier. Moment. Ich soll mich in den Wäldern nochmal umschauen. Ich sollte den Chief updaten. Und ich sollte Simon und Emma fragen über die neuesten Sachen, die ich gefunden habe wahrscheinlich. Ich könnte Emma fragen über das kaputte Fenster. Auf jeden Fall. Phonebox. Sorry, ich habe das gar nicht gelesen. Ich habe gelesen Postbox vorhin oder so, deswegen habe ich da nicht gecheckt, dass da die Telefonzelle ist. Was meint denn der Chief? Der bestimmt Feierabend. Chief Jenks again. I've been speaking to Rebecca Rand. She saw Kate in the pub last Friday around 7, I think. Also sie war da, es ist halt confirmed. Gave us some money for a breakage or something, then left. What, she just came in and then went straight out again? Scheinbar. What did she break? Wahrscheinlich ein Fenster. Rebecca didn't know either, or so she said. Doesn't sound right, does it? I mean, that money must have been for something. Quiz Rebecca, make a few suggestions, see if she bites. Simple as. Go on. Okay, thanks, Chief. Wait. Das könnte ich ihr sofort vorwerfen, oder? Augenblick mal. Sie weiß nicht, wo das Break... Sie hat zwei Leute draußen schreien. Es muss doch einen Knall gegeben haben, wenn ein Fenster kaputt ist. Es muss auch einen Knall gegeben haben, wenn nur ein Glas kaputt ist. Ask you a couple more things, please. Warte. Broken window. Doesn't know who broke the window. Window broken last Friday. Wait. Kate gave $20 for a breakage. Macht das irgendwas? Scheinbar nicht. Broken pub window. Doesn't know who broke the window. Das war auf einmal da. Warte. Aha. So, you said Kate gave you £20 for a breakage, but you didn't have a breakage. That's right. Do you think the payment could have been for the broken window? Could it have been Kate who was arguing? Well,
I suppose it could have been, yeah. Könnte? Could have been Kate, you're probably right, yeah. But you don't know who she was arguing with. No, I'm not sure. I'll ask around. Not realizing Kate had broken the window, Rebecca really should have worked that out before now. Unless she did. But why would she lie about that? Okay, ich musste das zusammensetzen. Das war mir ja schon klar. Ich musste das aber zusammensetzen, um das nächste Puzzleteil zu haben, diesen Streit, den ich mit den anderen besprechen kann. Probably be back later. Okay, verstehe. Dann zurück zu Simon und Emma. Und in den Wäldern sollte ich mich umschauen. Was ist hier lang? Achso, da ist nur die Hall. Wait. Warte mal, ich geh erstmal in die Wälder. Ich geh erstmal zurück in die Wälder. Mal gucken. LOL! Moin! Bist du James? Who is it? I'm a police officer. Detective Inspector Jenks. It's alright, you can carry on if you want to. I'm just going. I'm investigating a death in the village, Kate Vine. There was a death recently. Hello, in the... I knew her. Well, could I ask you a few questions, please? A bit dark. Well, if you give me your name and address, I'll come later on. Where do you live? The farmhouse. This is James. And what's your name? Ah, verstehe. Ich gehe nochmal auf den Steg hier. Nichts, da sind immer noch zwei Leute. Hätte man die nicht raus photoshoppen können. Right into the woods. In the woods, in the woods, in the woods, 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 in the woods, in the woods, in the woods, woods, woods. Nee, hier nicht. Woods, in the woods, in the woods, in the woods. Atlas. Enter Atlas Grounds. Ja, das ist halt nicht offen, da ist Licht unten, aber... Oh! Well, okay. Ungemütlich, Alter. Ugh. Kann ich den Schraubenzieher ausrüsten? Ryan was interviewed in the lounge, according to the report. That must be his office. Okay. Na dann. Das ist sein Büro. Scheinbar. The Lounge. Niemand da. Und dort? Nicht, dass ich ihn auf dem Klo erwische oder so. Lol. Es ist nachts. Wieso ist es jetzt nachts? Boah, es ist fucking... Es ist irgendwie unheimlich hier. Ich weiß auch nicht. I don't know. Okay. Also niemand ist da. Hier muss irgendwo jemand sein. Warte mal. Try using this. Oh, kann ich das da verwenden? Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Die Maske? Warte, ich probiere das jetzt in jedem Raum. Der denkt dann vielleicht, ich bin ein Student, Alter. Moment. Nee? Ah, das kann... Das, ich muss die Szene abwarten. Warte, da dieser Leseraum. Vielleicht hier. I don't know. Vielleicht kann ich da so an so einem Meeting teilnehmen. Das habe ich auch. Lol. Ach, das kann ich benutzen. Ach, wie krass. Okay. Return to the hallway. Also ich bin mir ziemlich sicher, Simon verbirgt etwas. Das sehe ich an seinem Gesicht an. Also der spielt das zumindest so. Go back into the woods. Okay, ich kann ja auf jeden Fall... Zur Farm könnte ich gehen, da ist jetzt ein Sticker.
Ich meine, ich weiß nicht, ob der vorher schon da war, aber da konnte ich vorhin nichts machen, also. Ich gehe mal hier zur Eden Lodge. Just a few more questions. Ich denke mal, es war Emma, ne? Die mit ihr da unterwegs war. Know anything about a broken window at the pub around the back? Pub? A broken window at the back? Yeah, I saw it was broken. When was that? I was in the pub on Monday with a college friend. Did you hear about an argument in the pub last Friday? No, I wasn't there. You weren't in the village? No, I went home last Thursday night, actually, to see my parents. Da hat sie sich verquatscht. But you did visit the pub. Oh, yeah, I mean, I know Rebecca quite well. We all went there quite a bit after college. Das glaube ich nicht. Wenn ich die Eltern fragen könnte von Emma. Das ist merkwürdig. Ever seen this before? Nope, I haven't, sorry. I think I'd have remembered it. Ja. Weiß ich nicht. Also mit ihr stimmt auch irgendwie was nicht. Auf jeden Fall. That's it for the time being. Ich frag Simon. Was er von den ganzen Sachen hält. Do you know anything about a broken window at the pub? No, I don't really go to the pub very often. I'm not exactly a pub person. Hm. Okay. Not very often. Aber vielleicht letzten Freitag? Have a look at this. Know anything about that? I haven't seen this one. But it looks a lot like an Atlas mask. Ja, ja, müsste es erkennen. We use them for some of the workshops and stuff. Really? How? Well, you have to say something boastful or arrogant. You do it first without the mask, and then you say it with a mask. Mm-hmm. And the point is? Well, it's easier when you have the mask on, isn't it? People mm-hmm. are not as afraid to be free about themselves, you know? Ja, ich verstehe. How did you find out about Atlas? Well, it was advertised. Actually, I think I've still got the... Hey, das sieht anders aus als der Flyer an der Town Hall. To be honest, I've learned more in 3 months at Atlas than I did in 3 years at business school. Can I keep that? Yeah, go for it. I suppose that might be useful as a conversational starter. Ja. Das sieht so aus wie irgendwas von fucking wie heißt dieses Handyspiel? Simulacra, ne? Okay. Kids argument. Ja, wenn er nicht am Pub war, weiß er darüber know anything about an argument. Aber wahrscheinlich von seiner Freundin dann. No, I didn't go to the pub last Friday. What did you do after the course? Just went home. Came here. Just came straight back. I don't know. Thank you. Probably be back later. What do you know about Atlas? Yeah. I know that it's a business course. I went with Simon when he first went, but... Oh! Wasn't really my thing. Sie kannte das schon. How often did you go? Just the once. And you decided it wasn't for you? Yeah, I'd been to something similar, so decided it wasn't for me. Okay. Die ist irgendwie extrem nervös, Alter. Only went once to Atlas. Huh. Warte. Didn't see Kate very often. Last saw Kate in the college library on Thursday. Kate's argument. Hmm.
I don't know, Alter. I don't know. I don't know, wie ich das irgendwie connecten könnte hier. To be honest. Visited a pub on Monday. Huh. I don't know. That's all for the moment. Thank gibt you. Gibt es eine Contradiction jetzt schon irgendwo? Steht das hier? Rebecca habe ich über das Atlas-Poster noch nichts gefragt. Und ich soll zur Farm. Vielleicht ist das tatsächlich meine nächste Anlaufstelle. Okay. Ey, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Das reicht wahrscheinlich als Eindruck für das Spiel. Ich bin, muss ich sagen, sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass das so cool ist. Und ich bin ziemlich gehuckt. Aber das müsst ihr wissen. Also ich spiele das halt weiter, wenn es bei euch auf Interesse stößt. Das müsst ihr mir gerne sagen. Da weiß ich nicht, ob das funktioniert hier bei euch. Ob ihr das irgendwie genauso spannend findet wie ich. Also lasst es mich bitte wissen in den Kommentaren. Lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, falls ihr keinen Kommentar schreiben wollt. Im Idealfall beides, aber liked einfach das Video. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr Bock drauf habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei diesem oder einem anderen Spiel. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut und ich persönlich hoffe, wir sehen uns wieder, weil es ist irgendwie was anderes, es ist doch ziemlich spannend und ich will jetzt schon gerne wissen, was da passiert ist. Aber da haben wir noch eine ganze Reihe an Fragen zu stellen, schätze ich. Bis dahin, Dankeschön und macht's gut.